Was bestellt ein Hund im Restaurant? Bellkartoffeln. Hallöchen, meine lieben Freunde. Willkommen zu eurer wöchentlichen Portion Nachrichten, den Let's Plays News zum Jahresende, präsentiert von eurem Metzel. Guten Tag, guten Abend oder guten Morgen, wann auch immer ihr diese Folge seht. Und herzlich willkommen zu den Let's Play News. Und das sind die letzten Themen für dieses Jahr. An dieser Stelle kommt wieder der gute Metzel mit den Vorankündigungen. Alle News, die ihr heute hört, könnt ihr wie immer unten in der Videobeschreibung nachlesen und euch zu den schönen Artikeln weiterleiten lassen, die unser guter Michael fleißig am Schreiben ist. Des Weiteren habt ihr sicherlich bemerkt, letzte Woche ist irgendwas anders gewesen auf dem Channel von letsplays.de. Es sind nämlich zwei Folgen der Let's Plays News rausgekommen. Jaha, ich habe endlich Unterstützung bekommen. Die gute Kyra hat unser knallhartes Auswahlverfahren überlebt und ist emporgestiegen aus den Abgründen des Nichtsein zum letsplays.de News-Moderator. Endlich mal ein Moderator, der ein bisschen Brust zeigen kann bei uns. An dieser Stelle alles Gute und herzlichen Glückwunsch zu diesem Aufstieg. Ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit. Die erste Folge im neuen Jahr gehört dir. Aber jetzt geht's erstmal los mit den wirklichen News. Ja, meine lieben Freunde, wir haben es fast geschafft. Das Jahr 2014 ist ja fast beendet. Und wenn wir mal so zurückblicken, es ist doch sehr, sehr viel passiert auf YouTube dieses Jahr. Es sind Unmengen von neuen YouTubern hinzugekommen. Andere haben Meilensteine erreicht, wie die 1 Million Abo-Marke oder die 1 Milliarde Klickgrenze. Es haben sich Partnernetzwerke neu formiert, umstrukturiert. Manche sind in ihren Grundfesten erschüttert worden. Und was natürlich auch immer wieder bei YouTube gerne mal hervorsprießt, wie die Fußgänger für uns Autofahrer aus dem Boden, das sind Dokumentarfilme. Es gibt ja heutzutage über jeden Scheiß gibt es einen Dokumentarfilm. Sei es über eine Schraube, die irgendwo in der Fabrik gefertigt wird, über ein Musikinstrument oder über den schönen englischen Rasen, der gerade beim Nachbarn wächst. Der neueste Dokumentarfilm, der jetzt bei YouTube ansteht, heißt Tubers Live. Es ist ein Dokumentarfilm über YouTuber und quasi über, ja, über der Person, die wirklich hinter der Kamera, hinter dem Mikrofon steht. Und das allgemein gesehen. Viele YouTuber sehen sich nicht wirklich als Stars, als diese klassischen Stars, wie man sie aus Funk und Fernsehen kennt. Nein, sie sehen sich einfach nur als ganz normale Menschen, wie wir alle, nur dass sie halt ein paar Millionen Abos und Klicks auf ihren Videos haben. Das ist für die nichts Besonderes. Sie wollen nicht als Stars angesehen werden. Aber weil sie eben als Stars angesehen werden, bringt das häufig Probleme mit sich, was die Videos betreffen. Tut mal einer nicht am Tag drei Videos raushauen, beginnen direkt die Hater loszulegen und die Dislikes werden gespammt. Die YouTuber wollen das nicht, sie wollen als ganz normale Menschen angesehen werden. In unserem Partnerforum tubersbro.de ist nun ein Trailer aufgetaucht über den kommenden Dokumentarfilm. Schaut ihn euch mal an, er regt definitiv zum Überlegen an. Gerade hat man noch davon gesprochen, das Jahr geht zu Ende und Google ist im Ranglistenwahn. Also die erstellen jetzt aus ihrer Datenbank sämtliche Listen, die sie sich gerade einfallen lassen. Unter anderem natürlich die Suchbegrifflisten für ihre Suchmaschine. Auch bezogen dann auf YouTube, vor allem auf YouTube Stars, bezogen dann auf Views, Klicks, Abos und so weiter. Platz 1 in Deutschland nimmt natürlich einer ein, Gronkh. Er macht zwar nicht mehr Minecraft, dennoch ist er trotzdem der am meisten gesuchte deutsche YouTube-Star. Auf dieser Rangliste tauchen natürlich ganz bekannte Namen auf. Wie gesagt, gerade Gronkh auf Platz 1, dahinter Zander auf Platz 2 und Dena auf Platz 3. Und noch einer auf Platz 4, von dem haben wahrscheinlich die wenigsten gehört. Der gute Mann schimpft sich Beam. Also nicht Jim Bean mit N, sondern mit M hinten, wie Metzel, haha, und zwar Beam LPP. Der gute Mann hat derzeit ca. 93.000 Abos und 23 Millionen Klicks. Da kann man mal sehen, er ist noch nicht mal bei 100.000 Abonnenten, aber belegt schon Platz 4 an den am meisten gesuchten deutschen YouTube-Stars. Da kann man mal sehen, selbst in Anführungszeichen kleinere YouTuber unter den Großen können den ganz Großen auch etwas vormachen. Schaut mal bei ihm auf dem Kanal vorbei. Eine Verlinkung findet ihr unten im Artikel oder direkt in der Videobeschreibung. Es lohnt sich definitiv. Mensch, heute ist ja eine Folge voller Überleitung. Und wo wir gerade bei den Kleinen unter den Großen waren, jetzt geht es zu Studio 71, nämlich zu dem sympathischen Wassertrinker /Pony-Liebhaber Dominik alias The Chaos Zone. Der gute The Chaos war Anfang des Jahres bereits bei uns im Interview mit Dominik. Damals hatte er gerade den Gaming Award 2013 in der Kategorie Let's Player gewonnen. Und jetzt kurz vor Weihnachten hat er noch ein schönes Geschenk kassiert. Er hat die 200.000 Abo-Marke erreicht.
Dominik oder The Chaos Zone. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch von letsplays.de. Ich habe gehört, damals fandest du das so geil, das Interview mit uns. Du bist direkt danach erstmal aufs Klo verschwunden. Mal gespannt, was du machst, wenn du diese Nachricht hörst. Also an diesem Sinne nochmal herzlichen Glückwunsch und auf die nächsten 200.000 Abonnenten. Ende vom Jahr ist Facebook irgendwie wie die Straßenbauämter mit ihren Straßen. Es muss doch mal alles rausgehauen werden. Dementsprechend hier eine weitere Nachricht von Facebook, wie wir sie in den letzten News nur zu Genüge gesagt haben. Facebook ist ja mittlerweile auch ein Marktgigant, wenn es um ihre Videos geht, allein durch die Autoplay-Funktion. Allerdings sieht man bei Facebook hauptsächlich Trailer oder ein paar Sekunden Videos. Für die richtig großen Videos muss man zu YouTube gehen. Facebook plant nun ein Update seiner Videofunktion. Auf manchen Facebook-Seiten kann man sich das neue Design bereits angucken und mal ganz ehrlich gesagt, das kommt einem schwer bekannt vor. Frei nach dem Spruch, lieber gut kopiert als schlecht selber gemacht, erinnert das ganze Design doch sehr an YouTube. Naja, was der Bauer nicht kennt, das frisst er auch nicht. Dementsprechend hat Facebook einfach das genommen, was man am besten kennt, nämlich YouTube, baut das bei sich selber ein, dass noch mehr Leute bei denen auf die Videos klicken. Im kommenden Jahr soll das Ganze bei Facebook online gehen, genauso wie der Call to Action Button. Wir sind gespannt. So kommt es nun, wie es kommen muss. Zum Jahresende sinkt der Frust. Ob YouTube, Facebook, Twitter gar, so manche Panne hatte das Jahr. Doch wo es nun endet, will ich sagen, wir alle dürfen nicht verzagen und weiter unseren Blödsinn machen, sonst haben die Zuschauer nichts zu lachen. So schnappe ich mir nun mein Bier und stoße mit euch an, gleich hier. Begießen wollen wir dieses Ende und feiern froh die Jahreswende. Letsplays.de im neuen Jahr ist selbstverständlich auch noch da. Ob Michael, Sonkey, Metzelgar, Letsplays.de wünscht euch ein frohes neues Jahr.